Der Thomanerchor hat alleine dreimal die Woche richtig fette Auftritte hier in der Thomaskirche, nämlich Freitag, Samstag und Sonntag. Und dazu kommen noch jegliche Konzerte überall Deutschland, Europa und auch in der ganzen Welt. Und dafür muss ordentlich geübt werden, nämlich bis zu 40 Stunden die Woche. Die Jungs leben allesamt auf diesem Gelände hier hinter mir. Schule, Proberäume, Internat, all in one. Eigentlich ganz praktisch, oder? Klingt auf jeden Fall cool, aber was die Jungs selber so sagen, da bin ich jetzt gespannt drauf. Und wir checken jetzt erstmal die Schulräume, denn es ist Schulzeit. Auf geht's. Hallo. Tachchen. Guten Tag. Schulstopp ist jetzt kurz, weil ich suche den Louis. Wer ist hier der Louis? Louis, freut mich mal lieber. Alles gut bei dir? Jawohl. Kammer der Toten erbebt, wenn zwölfmal den Hammer die Mitternacht hebt. Sag mal, du bist ein Thomasa. Thomasa, warum nennt ihr euch eigentlich Thomasa? Das heißt also so eher so Thomasa. Und das ist einfach so der umgangssprachliche Begriff für Thomana und... Wir nennen uns halt untereinander so. Gibt es da auch so ein Zeichen so? Macht ihr irgendwie so? Oder so? Es gibt aber den Thomas-Pfiff. Geht der? Dein Tagesrhythmus ist auch ein anderer als vielleicht von vielen anderen Mitschülern hier. Was ist denn so der Unterschied? Naja, der große Unterschied ist eigentlich, dass der gesamte Wochenablauf, der ganze Jahresablauf durchorganisiert ist. Es gibt Probenpläne, musikalische Pläne. Darauf stehen genau die Zeiten und daran müssen wir uns orientieren. Das ist im Prinzip wie ein Stundenplan für uns für nachmittags und der zieht sich halt von Montag bis Sonntag. Cool. Jetzt mal einmal ganz kurz Hand hoch, wer ist hier alles im Chor? Alter!